Ist aber auch relativ. Das reicht schon als Schlafzimmer. Eigentlich, das reicht wirklich schon. Jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsraum. Und zwar dem Wohnzimmer. Das sieht wirklich gut aus. Wenn man hier mal rausguckt, guckt euch diese Aussicht an. Wäre das Haus nicht so scheiße klein und so pottenhässlich, dann... Ah, herrlich. Guckt euch das an. Einfach ruhig sein und genießen. Genug genossen, wir müssen weiter zur richtigen Realität. Nein, das ist keine Realität, ich wollte nur eine Überleitung finden. Machen wir noch einen Zweisitzer hier hin. Achso, hier den Stein, den habe ich übrigens gemacht. Das ist eine Stereoanlage. Falls es irgendwer nicht gemerkt hat. Oh, hier, der ist schon zu teuer. Das ist nicht schön. Das gefällt mir nicht. Oh, ja, aber der muss schon sein. Der muss sein. Dafür gebe ich ruhig mein erspartes, hart verdientes Geld aus. Beziehungsweise mein 20.000 Euro Startkapital. Zack. Boah, ein Opa-Teppich. Episch. Gut. Hier auch noch einer. Ah, guck mal, das macht das Ganze doch gleich viel wohnlicher. Gefällt mir sehr gut. Jetzt brauche ich noch einen Esstisch. Für 720. Nein, das meine ich. Hier nehmen wir eine Picknickbank. Passt nicht. Gut, nehmen wir so einen kleinen Tisch, den ich im Abstellraum gefunden habe. Und zwei Stühle. Und falls mal ein Gast kommt... Nein, es wird niemals ein Gast kommen. Nicht bei diesen... schauderhaften Personen. Gut. Eine Lampe ist sehr wichtig. Mach das Ganze... Ah, jetzt habe ich die Küche vergessen. Wo kommt... Ich habe auch nur noch 410 Euro. Wo kommt jetzt eine Küche hin? Ich habe auch kein Geld mehr für den Kühlschrank. Zumindest nicht wirklich. Was mache ich jetzt? Ich suche mir einen Job und baue an. Ne, wir stellen mal einen Kühlschrank hin. Da, wo es schön aussieht. So, Küche ist fertig. So einen Scheiß habe ich noch nie gebaut. Gefällt mir irgendwie. Aber die fetteste Glotze, die es gibt. Ein Telefon. Ich brauche noch ein Telefon. Oh nein, ich muss das verkaufen. Den dritten Stuhl, einen Gast kriegen die sowieso nicht. Aber nicht meinen Fernseher. Das wäre zu fies. So, da ich kein Geld für den Tisch habe, stelle ich das einfach da drauf. Türen haben wir. Glaube ich. Ein Auto. Ein Auto. Ich möchte nichts über Fahrzeuge erfahren. Eine olle Karre kostet schon 950 und 250 kostet ein Fahrrad. Ja gut, dann fangen wir jetzt an zu spielen, ne? Wow, hat er wenig Energie. Ich würde sagen, der muss erstmal schlafen. Boah, was geht jetzt denn ab? Extremes Nickerchen machen, extrem schlafen. Was haben die Entwickler denn geraucht? Sag mal. Wenn ich mich hinlege, entscheide ich mich auch erstmal, ob ich entspannt schlafe oder ob ich extrem schlafe. Verdammt nochmal, extrem schlafen. Das ist die Zukunft. Oh, hier, hier. Seht euch das an, das ist extrem schlafen. Boah. Fähigkeit Logik gelernt. Können wir machen. Edeltraut ist so hässlich und Carlos ist auch sehr hässlich. Gucken wir einfach mal zu, wie sie schlafen und irgendwie haben die ganz schön Spaßverlust. Die haben gar keinen Spaß. Und Hunger. Hygiene, ja, das ist nicht so wichtig. So lange werden wir sowieso nicht spielen, bis die wirklich stinken. Und du kannst jetzt erstmal was essen. Frühstücken, Waffeln. Snack essen. Dosensuppe, Eiscremesaft, Müsli, Brot mit Marmelade. Das hört sich doch ganz gut an, zumindest für ein Frühstück. Ich habe auch Hunger.
Abgesehen davon. Ich habe heute noch nichts gegessen. Und es ist, Moment, es ist 2:30. Doch vorhin in der Schule habe ich was gegessen, aber das zählt nicht. Oh, oh, mh, oh, mh. Ham, hum, ham. Ich mag ja die Geräusche, die Animation und der epische Kühlschrank im Schlafzimmer. So, Edeltraut. Ich glaube, so hieß sie doch, ne? Du isst jetzt mal ein paar Müsli und dann duschst du erstmal hier. Du stinkst. Verdammt nochmal, dann guckst du Fernsehen. Und dann machst du wieder aus. So. Und du machst erstmal einschalten. Heilige Scheiße, was ist das? Was ist das denn für Mucke? Umschalten auf. Kinder! Ah. Mach den Fernseher aus, ich möchte die Musik hören, verdammt nochmal. Gut. Genug Musik. Nein, nicht extrem tanzen. Wieso macht der denn alles extrem? Liegt das irgendwie an seinen Merkmalen oder so? Ich weiß es nicht. Gut, also, ich habe eben dann nicht geredet. Ich wollte die lustige Kindermusik hören, aber hier, für alle, die Sims nicht gut kennen, das hier sind die Merkmale. Er ist sehr traurig, weil er ein Pechvogel ist. Wegen dem Merkmal. Vielleicht hätte ich das doch nicht machen sollen. Das sieht echt nicht schön aus, Leute. Das sieht echt nicht schön aus. Das sieht mehr aus wie ein Reihenhaus damals im KZ. Aber egal. Wo könnten wir denn mal hingehen? Um uns ein bisschen abzulenken. Ich kann ja mal hier hingehen. Dann kann ich euch mal mein wunderschönes erbautes Heim zeigen. Guck mal, das ist doch wohl hier also wirklich... Ah, Familie Kaiser. Ah, die wollte ja Familie König, aber dann habe ich gedacht, Kaiser, ach, die haben doch viel mehr Macht. Und dieses kleine Städtchen, das steht auch schon an meinem Banner, dank dem Geldsheet. Ach ja, Moment, ich muss mal ganz kurz. Carlos. Ja, der kann ruhig ein bisschen gehen. Ich meine, der hat ja kein Auto. Das kann jetzt eventuell dauern. Was zur Hölle? Das geht? Das kostet doch bestimmt Geld, oder? Und wieso hakt das denn so? Ich glaube, Fraps ist echt ein Frameskiller. Und das Taxi ist lahmarschig. Oh, wieso hakt das denn so? Och, komm, ey. Also manchmal hier wirklich mit 10 Frames oder so, das ist, okay, ich glaube jetzt... Jetzt hat das wieder mit 30... Nee, jetzt doch wieder nicht. Ja, das ist, weil die ganzen Objekte, die müssen jetzt erstmal laden und... Was haben wir von hier denn für Mucke? Habe ich die angemacht? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe das wirklich lange nicht mehr gespielt. Ja, jetzt... Achso, die holt mich schon rein. Da kommt sie. So, perfekt. Die ist doch wohl mal perfekt gestaltet. Zumindest besser als Edeltraut. Umarm mich. Hier kommt, das ist doch wohl meine epische Wohnung, oder? Nicht? Ja.
Doch, ich finde schon. So, ein Kind haben sie auch. Wenn auch nicht ganz freiwillig, ist halt so passiert. Ja. Und ich finde den Charakter einfach zu geil. Ich würde sagen, Haus beleidigen, streiten und beleidigen. Bisschen vorspulen, das geht schnell. Pass auf, ich habe Oberarmmuskulatur. Carlos benimmt sich schlecht. Wenn er so weitermacht, muss ich ihn bitten zu gehen. Oh mein Gott, aber vorher mache ich noch die Musik aus. Beleidigen. Verängstigen. Christina findet, dass Carlos okay ist. Naja, gut. So viel dazu. Das ist echt zu langweilig. Ich überlege gerade, was man so machen könnte. Dann könnt ihr das fressen, aber ich habe nur noch 90 Euro. Bitte lade. Bitte lade. Das ist wirklich schlimm, das ist sonst nicht so. Aber das liegt jetzt wahrscheinlich daran, dass ich gerade einen Schwaps aufnehme. Gut. Ich würde einfach mal sagen, die Frau sucht sich erstmal einen Job. Politik? Ne, keine Politikkarriere. Polizei? Nein, auch keine Polizei. Nein. Schule? Ja, Schule, ne. Oh, hier. Eine dubiose Lagerhausgesellschaft. Verbrecherkarriere. Die sieht auch schon aus wie so ein kleiner Verbrecher. Stinken tut's wahrscheinlich auch mittlerweile. Oh, also das ist echt ein Vibe. Meine Fresse. Das ist schon nicht mehr schön. Und diese unglaubliche Geschwindigkeit. Wahnsinn. Ganz ehrlich. Wie lange geht es denn eigentlich noch, bis ich drei Parts voll habe? Drei Minuten. Oh Mann. 3 Minuten. Was mache ich bloß in diesen 3 Minuten? Ach ja, genau. Job besorgen. Und der... Oh mein Gott, der sitzt ja jetzt und zockt, oder was? Setze ich hier lieber da hin und lese ein Buch. Verdammt nochmal. So, wirklich. Also manche Menschen haben aber auch ein Benehmen, du und... Was zur Hölle? Ah. Montag, Dienstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Heute ist Dienstag, dann habe ich die nächsten beiden Tage frei. Nehmen wir. Halt mal, wie viel verdiene ich da eigentlich? Ach, ist ja auch egal. Lohn und Athletik brauche ich. Joa. Also Athletik. Wo ist das Fitnesscenter? Schwimmbad. Hier gab es doch, glaube ich, irgendwo... Hier, da. Fitnessstudio besuchen. Ein blödes Scrollrad ist irgendwie... Sehr laut. Ich weiß nicht, hört ihr das? Ich gehe mal mit Headset nah ran. Das ist echt nicht schön. Und das ist echt sehr laut. Ich brauche, glaube ich, mal eine neue Maus. Also für den Computer. Nicht falsch verstehen, bitte. Gut. Oder auch nicht. Wo sind denn hier? Hier, da. Die Muskelbrau, die kann hier mal Gewichte stemmen hier. Gewichte müssen gestemmt werden. Wow. Ach du Scheiße. Das ist...
Ach, das ist jetzt gerade schon wieder zu viel, oder was? Ja, los, wir kommen weitermachen. Das war erst einmal gestemmt. Ach, ja, Mensch, und schon, Hier, der passt auch zu der, finde ich. Hier, Bo André. Oder so. Ich sehe gerade, 45 Minuten sind vorbei. Das ist irgendwie fast wie ein Let's Test, finde ich. Aber es ist ja auch ganz egal. Gut, ich weiß noch nicht, ob ich das irgendwann mal weiterspielen werde. Oder ob ich weiß nicht, vielleicht mache ich da auch mal ein Let's Play von. So richtig mit richtig Leute machen. Nicht so alles so schnell. Und nochmal ein schönes Haus bauen. Das überlege ich mir noch. Aber das soll erstmal fürs Erste reichen. Erstmal fürs Erste reichen. Ich brauche dringend eine Pause, Alter. Ich laber so viel Müll heute. Müll, nicht Müll. Naja, gut, ich stinke. Also Edeltraut. Edeltraut Carlos. Gut. Und jetzt sind wir, glaube ich, schon gut 50 Sekunden über dem dritten Part. Aber das macht nichts. Wir dürfen ja mittlerweile über 15 Minuten hochladen. Ist ja technisch alles möglich. Und bis zum nächsten Video. Noch einmal gucken, wie sie schwitzt. Episch. Bis dann.